Angst vor dem Spiel. Ein großes Spiel, eine große Prämisse und eine maßlose Halbzeit. Auf so eine Art zu begrüßen, ich ganz herzlich von Harry und Harry Unterhaus, Herrn Münzer. Herr Münzer, herzlich willkommen, Herr Meister Unterhaus, ist mit Leib und Seele schwarz-gelb gefärbt. Und heute gibt es eine Aktion, die es eigentlich noch nie gegeben hat. Es gilt in Halbzeithausen, ein Auto zu gewinnen. Auto komplett zu gewinnen und wer es gewinnt, darf es behalten. Das ist richtig so. Ja, also ganz komplett das Ganze mit der Nutzung auf zum großen Kunstjagd und das heißt, der neue VW Fox. Einer davon wird irgendeinem heute und sein. Also, wir müssen das nochmal ganz konkret sagen. Die Jungs sind schon verteilt, bitte noch nicht schießen jetzt. Ja, also fünfmal die Jungs sind jetzt hier im Stadion verteilt und werden dann auf unser Kommando fünfmal ins Publikum werfen. Ich bitte diejenigen, die schon mal haben, die werden sich ganz genau gekennzeichnet, dass man dann noch gar nicht schießen. Wir treffen uns dann in Minute 40 am Marathon-Tor. Also, jeder, der seinen Ball bringt, fünfmal müssen sein. Wir treffen uns in Minute 40 am Marathon-Tor. Dann geht sie rein auf den Heiligen Rasen im Dynamo-Stadion und dann darf geschossen werden. Das Ganze unter notarieller Aufsicht, es wird mitgefilmt, das Ganze, weil es bewiesen werden muss, sind wir ja auch gegenüber der Versicherung. Ist also eine richtig komplizierte Sache. Und wer es schafft, das dürfen Sie jetzt mal verraten, was derjenige machen muss, der das Auto richtig hinterher in Besitz nehmen darf. Was muss er machen? Also das ist ein tolles Gewinnspiel für alle Beteiligten. Von der Mittellinie aus ist ein Schuss möglich auf dem Tor. Wenn der Ball das Tor erreicht, ohne vorher den Boden zu berühren, ohne an die Latte und ohne an den Posten zu fallen, sondern von der Mittellinie aus direkt ins Tor geschossen wird, dann hat der Schütze dieses Fahrzeug gewonnen. Ist also, klingt gar nicht so kompliziert. Wir müssen noch hinzufügen, das sind ganz harte Regeln diesmal. Es geht auch richtig um ein Auto und richtig um Kohle. Es darf also kein aktiver Fußballer mitspielen. Und derjenige, der schießt, darf auch keinen Fußballschuh reinhaben. Ja, das sind also Bedingungen, die die Versicherung nicht erhält. Das müssen wir an dieser Stelle also unbedingt noch sagen. Das Ganze, wie gesagt, in Halbzeit. Vielleicht noch zwei Sätze zum Auto. Ja? Der neue VW Fox und der geht dann hier an einen Fußballbinde. Im Werte von. Ja, wir können ein ganz tolles neues Auto anbieten, der VW Fox. Ein Auto schuldet erhalten ab 8.915 Euro. Und ein Auto, was ganz neu am Markt ist, der Dresdenlack und Fuchs, daher auch der Name VW Fox, aus dem Auto aus Österreich. Alles klar, Herr Pfützer. So, unsere Balljungs müssen eigentlich stattler sein. 2, 1 und los geht's. Also, die Bälle sind im Publikum und diejenigen, die die Bälle, wie gesagt, gefangen haben, bitte, in Minute 40 treffen wir uns am Marathon-Tor, dann müssen wir auch noch auslosen, in welcher Reihenfolge geschossen wird. Ja, also das Ganze ist richtig unter notarieller Aufsicht, eine ganz komplizierte Sache, in der Halbzeitpause und dann wollen wir sehen, wer den Fuchs gewinnt heute.
Marius! Und mit der
32, 1, 2! Ich traue noch mal einen Riesenapplaus von den Choreografien von Salz.